liebe Mitstreiter, wir sind hier beim Neujahrsempfang der AfD in Münster. Rechts neben mir Martin Reichardt aus dem AfD-Bundesvorstand, links neben mir Peter Böhringer aus dem AfD-Bundesvorstand. Es ist die Hölle los, die Eingänge sind blockiert, Gäste kommen auch nicht mehr rein. Unser Landesvorsitzender Martin Vinzenz musste leider wieder die Rückreise antreten, weil es aus Sicherheitsgründen nicht möglich war, dass er noch in den Raum reinkommt. Wir kennen es, was man sagen würde, wenn es bei den Grünen ist, aber vielleicht fragen wir mal die Kollegen. Martin, wie hast du es wahrgenommen? Ja, das ist natürlich hier eine schlimme Situation. Der Rechtsstaat kapituliert hier. Der linke, ja man kann ja eigentlich sagen, der linksgrüne Mob tobt vor der Tür. Nun gut, wir sind ja als Partei sturmerprobt. Aber wir müssen natürlich auch eins festhalten. Wenn bei Herrn Habeck jemand lauter ruft oder wenn bei Frau Lang irgendwo eine Veranstaltung gestört wird, dann jammern alle deutschen Medien. Und bei uns, da freut man sich, weil das ist ja genau das, was man mit der Hetzkampagne, die gegen uns in den letzten Wochen gelaufen ist, erreichen will. Aber wir können hier eine Botschaft mitgeben. Das, was die sich erhoffen, nämlich dass wir klein beigeben, das wird nie geschehen. Denn wir haben eine Aufgabe, Deutschland als Land unserer Kinder zu erhalten. Sehr gut, Martin. Peter, Münster, du bist das erste Mal hier. Wie präsentiert sich die Stadt? Ja, das ist schon ein ganz spezielles Soziotop hier in Münster, aber trotzdem musst du sagen, es ist ja irgendwo ein bundesweites Phänomen. Dann auch wieder nicht. Ich habe gestern, vorgestern schon ganz gute Veranstaltungen gemacht, ohne jeden Gegendemo. Das heißt, sowas muss organisiert werden. Natürlich. Und es wird durch linke, regierungsnahe Stellen, NGOs oder sogenannte GOs, Government Organizations, letzten Endes organisiert. Das darf man nicht vergessen. Es wird auf Basis von Lügen organisiert, das darf man auch nicht vergessen. Die Potsdam-Korrektiv-Geschichte war eine dreifache Lüge. Es war keine AfD-Veranstaltung, wir haben mit all dem nichts zu tun. Was gesagt wurde, war harmlos. Es wurde nicht von Deportationen gesprochen, es wurde nicht von deutschen Staatsbürgern gesprochen. Alles verlogen. Trotzdem wird diese Lüge auch von Massenmedien tradiert. Das ist ja letzten Endes das, was das dann doch noch ein paar Verführte hierher bringt. Und da muss man schon sagen, das ist letzten Endes, auch wenn hier Nazi-Plakate kommen, das ist ja, jeder zweite Spruch ist ja Nazis raus, Nazis, das ist Verharmlosung des historischen Nationalsozialismus, damit eigentlich strafbar, nach 133 Strafgesetzbuch, damit Volksverhetzung und dann sogar von oben organisierte Volksverhetzung. Und das, was wir hier sehen und hören, ist das Ergebnis von oben organisierter Volksverhetzung. Ja. Im Ergebnis, wir ziehen durch, es sind Gäste da, alle kommen leider aufgrund von Sicherheit nicht mehr rein. Aber wir lassen uns davon nicht abbringen. Wir machen natürlich weiter für unsere mehr als 13 Millionen Wähler. Wir halten durch. Danke. Klatschen wir auch.